Es ist wirklich eine unangenehme und vor allem unnötige Niederlage, welche die Spreefüchse am vergangenen Sonntag verbuchen mussten. Dabei waren die Ansagen von Trainer Gonzalo Miranda klar. I asked them to play wide, to use the wings, to move the ball before the tackles, and we just got stuck on the tackle and the tackle. Das Spiel breit machen und vor allem auf den Außenpositionen auf Lücken achten. Gegen Aufsteiger HSG Gedder Nidder wurde das leider nicht umgesetzt, denn anscheinend hatten unsere Spreefüchse heute in Orange andere Pläne. Und die beinhalteten hauptsächlich es immer wieder mit Würfen durch den Mittelblock der solide stehenden Verteidigung der Gäste zu probieren. Auch wenn es hier wiederholt zu Treffern kam, gegen die Angriffe der deutlich wacheren HSG kamen die Berlinerinnen nur schwer an. Die Gäste hingegen hatten die Ruhe weg. Geduldig warteten sie in langen Angriffen auf Fehler in der Defensive und setzten sich zwischenzeitlich mit 11:7 ab. Doch Füchse, auch Spreefüchse, wissen, wie man die Zähne zusammenbeißt. Kurze Druckphasen und nicht zuletzt die erneut starke Leistung von Torhüterin Natascha Fassgold führten zu einem 13:14 Halbzeitstand auf der Anzeigetafel. Ja, also spannende Kiste bisher. Eigentlich unnötig, weil wir die Gäste immer wieder voranbringen, indem wir einfache Fehler machen, vorne viel liegen lassen und einfach nicht das spielen, was der Trainer gesagt hat. Wir wollen immer wieder durch die Mitte, aber da stehen sie einfach. Und ich hoffe, dass sie den Marschplan jetzt zweite Halbzeit verinnerlichen und dann bin ich überzeugt, dass wir das Ding noch drehen. Den gleichen Plan hatte wohl auch Vanessa Mack, denn sie setzt schon wenige Sekunden nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit zum Ausgleich an und verwandelt. Leider schien es so, als konnte Trainer Miranda sein Team auch in der Halbzeitpause nicht dazu bringen, seinen Ansagen zu folgen. Wieder geht Berlin vermehrt durch die Mitte statt über die Flügel und wieder sieht die Partie schwerer aus als notwendig. Die HSG zeigt sich kämpferisch und mit etwas Glück und der einen oder anderen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung können sich die Gäste einen 26:24 Endstand erspielen. Ja, woran hat es gelegen? Ich denke, wir haben einfach zu viele technische Fehler am Ende gemacht. Wir haben keinen kühlen Kopf bewahrt. Die andere Mannschaft war einfach klüger am Ende. Und ja, aber das nächste Mal gewinnen wir. We are playing a lot to the middle all the time. We need to play much more wide and use the space. And we are helping the defense of the other team, always attacking in the middle. So that's what the other teams want. And we need to play much more wide and move without the ball much more. To be able to score much more goals and to have a much flower attack. We need to have a flow in the attack, but for that we need to play much more wide. Am kommenden Wochenende haben die Spreefüchse dann gegen die SG H2Q Herrenberg die Gelegenheit, ihren Trainer etwas aufzumuntern. Das wäre nicht schlecht, denn nur 4 Tage später empfangen die Berlinerinnen den Thüringer HC zum Pokalduell und das bestreitet man doch wohl lieber mit einem glücklichen Trainer.